Ja, Runde 2. Das ist der Johannesgott, der uns hier bestraft. Oder nicht? Ja, aber kann man nicht halten, oder? Ja, das ist eine richtige Blechhand. Wenn wir alle da sind. Ups. Oh no. Das war, ups. Nein. Das war, I did it again. Nein. Das war nicht mein Hintern. Natürlich nicht. Aber wir sind ja auch mit Rohr. Oder so. Ich habe noch diesen Satz gesagt. Ich wollte einen Mulligan nehmen. Bitte tut so, als ob das ein Mulligan ist. Es war der beste Keep, den ich jemals gemacht habe. Ja, manchmal müssen Fehler auch belohnt werden. Genau. Wäre schlimm, wenn es immer nur Strafe gibt. Wir nehmen den Catchy, ne? Ja. Force ist auch geil. Das weiß Windbreak Thieves Counter Backup. Oh, das wäre deep. Nur Planes im Spiel. Das wäre so deep, Johnny. Das wäre richtig deep. Nein, sind wir doch safe. Naja. Schön spielen wir gegen Blau, Schwarz oder Rot. Ist das Reanimator? Wäre schon gut, ne? Wow. Negate. Wer are you? Das Matchup bin ich gespannt. Exclude ist gar nicht mehr so stark gegen Reanimator. Aus ist besser. Hä, naja, er muss ja erstmal eine Kreatur spielen, Johnny. Die er opfern kann. Countern dann. Und dann kommt die nächste Kreatur. Aber werden wir nicht. Man muss doch eigentlich die zweite Kreatur countern, ne? Nee, eigentlich die irrelevantere. Weil, wenn er jetzt seinen Schimmelwurst im Friedhof hat, dann ist das ja egal. Die Schimmelwurst. Ja, gut, aber das Problem ist, wenn wir jetzt die erste Kreatur nicht countern, kann er die Kreatur, die er jetzt im Spiel hat, für die, die wir dann countern müssen. Oh, guck mal, er macht's gleich richtig. Ja, wir sollen ja auch die schlechte Kreatur countern, soll er sich doch wiederholen. Das war doch genau das, was ich gesagt habe. Ach, du meinst, er macht dann das nochmal, ja. Dann hat er irgendwann die gute. Ja. Ihr habt beide recht. Aber was jetzt noch richtig schöner Draw wäre, wäre im Übrigen Facefetters. Ja. Das wäre schön punishing. So. Psychischer. Wow, würde ich zum Beispiel einfach countern. Den können wir jetzt tun. Ja, der ist auch einfach ein Threat für sich. Also. Aber wenn er aus dem Friedhof wäre, kommt Johnny, dann ist krass. Weil dann ist er immer noch ein Threat. Ja. Aber jetzt haben wir ja Snapcaster Mage, das haben wir nicht schon. Ja, das ist der Better Sky. Schon, ne? Ja. Ja. Und dann sind wir auch nur noch ein Master entfernt vom von der Treachery. Stimmt. Na, mal sehen, was er sich jetzt hier leistet. Steel Artifact. Oh, er sagt einfach Go. Ja, dann greifen wir erstmal an. Fact oder so vielleicht. Wollen wir Master spielen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich finde es schon sehr stark, dass wir Zugriff hätten auf eine Treachery. Von den möglichen. Mit einer Treachery kann man sogar doppelt blau erzeugen. Wenn wir sie aus der. Das nenne ich die. Ja, richtig. Aus Snapcaster Match aus ist natürlich auch eine schöne Tempo-Line, die uns vielleicht hier. Zeit gibt für Doppelblau, falls wir sie brauchen. Ich erwarte jetzt schon einen Fact, ne? Ja. Das haben wir ja. Wow. Das ist schön. Das ist echt krass. Cool. Muss man hier draufklicken? Ja. Was haltet ihr davon? So. Oh, warum geben wir ihm das? Na, weil egal wie, er kann reanimieren. Ja, aber weil entweder kriegt. Entweder. Bitte? Ja, wir wollen natürlich, dass er Reanimate benutzt, wenn er reanimiert. Na, entweder nimmt er die beiden Kreaturen, dann kann er so oder so. Weil er den Prowler immer discarden kann, oder er kriegt das Reanimate. Aber warum geben. Obwohl, wahrscheinlich ist es richtig, dass wir ihm die Sphinx auf die Hand geben, wenn er den Prowler nehmen möchte für den Nightmare. Ja. Na, wieso? Dann kann er einfach abwerfen. Das ist schon okay. Ah, ja, stimmt. Ja, richtig. Er kann irgendwie immer reanimieren. Ja. Aber so. Die Frage ist, wie wir es am teuersten für ihn machen. Also es ist schon richtig, dass wir vielleicht das Dark Witcher von der Petition weghauen. Das ja. Ja, das ist richtig. Ich glaube, das wäre so. Und eine Sphinx ist jetzt auch nicht so tragisch. Ja, naja. Wieso, die gehört ja dann uns. Mhm. Wobei wir dann mit dem Doppelblau in der Kampfphase nicht so viel anfangen können. Ne? Ja. Wir können ja auch einfach was sterben lassen. Ashen Rider, okay. Yikes.
Das ist cool. Macht der Leafs Play oder ja, Dice? Leafs Play, oder? Ach nee, Dice. Okay. Das ist aber der kann das jetzt zweimal machen. Wow, ja, stimmt. Okay. Schade. Das heißt, wenn er jetzt. Er hätte natürlich in den Prowler noch die Sphinx abwerfen sollen. Weil der hätte er jetzt die Sphinx direkt holen können. Ja, er will wahrscheinlich den Psychotalk. Na, das klingt ja aber nicht so, als ob man die haben will. Das Gemeine ist natürlich jetzt auch, dass der Ashenrider nicht im Spiel ist. Ja. Nimmt er unser Island? Na, ich vermute mal. Oder er hat Angst vor dem Damage, ja. Damage. Ja. Das war natürlich ein sehr guter Zug. Ich weiß nicht, ob wir den Cave hätten legen sollen, wegen des Ashen Riders. Damit werden wir die Linguine zurückspielen, vielleicht. Aber soll auf die Caves exilieren. Denke ich auch. Okay. Oh, der hat natürlich die Der ist ziemlich gute Magic, dieser Spieler. Das ist genau der Unterschied. Wie, jetzt liegt da nicht sein Knight mehr? Wenn sie es wahrscheinlich nächste Runde wieder nicht schaffen mit. Obwohl, wenn er jetzt nur Sphinx legt, kommen wir eigentlich auch dahin, ne? Weil er zieht ja den Prowler noch nicht. Klar, er zieht ihn noch. Ne, das geht doch dritte von oben, oder? Zweite von oben. Hm. Achso, die Sphinx hat abgeworfen. Nope. Dass er halt auch den Nightmare hat als Renovator Space natürlich super stark. So, ein, zwei Millimeter Space hätten wir verkraften können, aber. Permanente Form. Ja, die Kombination aus vielem ist natürlich doof, aber. Da müssen wir durch. Mit durch meine ich. Sterben. Dann sind wir durch. Ja, gibt's denn. Ich sehe eigentlich nicht, wie wir da rankommen. Felsfässer, das bringt nichts. Na, wir könnten zumindest, wenn wir jetzt eine. Hey, wir können unser Dings resetten. Ich glaube nicht, dass wir den Zorn zeigen sollten, weil. Noch geht's doch, also. Ja, ich glaube nicht, dass wir das Spiel noch gewinnen können. Er kann ja jede Runde beliebig zwei Permanents exilen, die wir spielen, die ihn. Er braucht ja erstmal noch eine Kreatur. Ja, hat er ja genug. Gut, wir sehen jetzt noch ein paar Karten von ihm, aber. Resumprint? Nee. Schwur. Ja, er kann tatsächlich jede Runde zwei Permanents. Ah, der wird ja auch gar nicht eingemischt, der Unlock. Ne, der ist gut zum Reanimieren. Decent. Aber wenn wir jetzt ein Blaus ziehen, dann ist auch das noch okay. Klar, aus all day long. Wir kämpfen. Ja. Gott sei Dank. Seht ihr? Ja, also im Prinzip haben wir gewonnen. Im Prinzip. Ich verstehe gar nicht, warum wir noch weiterspielen. Aus ist auch leider nicht Exile. Das wissen die wenigsten, aber. Wie absurd wäre denn diese Karte? Wenn sie exilieren würde? Ja. Für einen Mana, Exile, 3 Leben. Für Sorcery Speed? Das wäre schon sehr absurd. Wäre immer noch nicht so gut wie. Ich würde. Zu Exile oder. Na gut. Klar, das ist besser als Pass zu Exile. Ja. In vielen Decks wirst du bis Turn 4 oder 5 gar kein Pass spielen wollen. Also. Na gut, und ist besser als Swords? Nee, das nicht. Also ich würde die beiden Karten empfehlen. Ja, sehe ich ein. Was wollen wir dafür nicht? Ja, welche mid-rangigen Blechkarten? Ist ein Wrath of God gut gegen ihn? Also Kitchen Finks ist doch Quatsch, oder? Kitchen Finks finde ich jetzt nicht so schlecht.
Es wäre halt schon schön, wenn wir vielleicht mit der Opposition ein bisschen arbeiten könnten, deswegen fände ich jetzt die Fingers auch nicht so verkehrt. Na gut. Und dann so, aber so wir brauchen auch so. Ja, irgendwie müssen wir ja töten. Könnte Beneskal überlegen. Oder wirklich Wrath. Ist denn Exclude gut, Kimi? Exclude war okay. Er hat ja auch viele Kreaturen. Ich glaube, wir brauchen ihn. Ja. Wenn wir Quarantine Field reinnehmen, könnte das gleiche machen. Wir wollen ja auch so ein bisschen die Agro-Rolle übernehmen. Aha. Ohne 18 Duels ist man einfach immer screwed. Ich habe deine Klasse besucht. Das können wir nicht halten, ne? Nee, das ist unhaltbar. Da verlieren wir einfach gegen. Mhm. Na, ich meine, wir haben uns mal alles kassen. Ja. Ja. Muss man halten. Wir können ja scryen. Was wollen wir denn scryen? Auge auf Bolos. Ach, haben wir nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Könnte ein bisschen slow sein. Das Bittere ist halt. Ja, ist ein bisschen schade, dass wir nicht daran kommen, die Elspeth. Naja, wir sind jetzt schon vier Karten näher. Achso. Okay. Wir brauchen doch Willenskraft. Ja! Ha, der Fool. Da ist ja auch auf 6 gegangen. Kartennachteil. Meta-Mulligan. Das ist doch gar nicht so schlecht. Naja. 4 Länder auf der Hand, eine Kreatur, die nichts macht gegen. Nein, nichts macht die nicht. Wenn er jetzt Hippie legt oder Psychotor. Sonst irgendwas. Jetzt brauchen wir natürlich irgendwas Schönes. Wie geht? Oh, okay. Akzeptabel. Damit können wir auch den Nightmare exilen. Ja. Was ja das ist eine der wichtigsten Aufgaben sein sollte. Harbinger sorgt auch dafür, dass er nicht einfach random irgendwas animieren kann. Ja. So sieht's aus. Und dem wollen wir eigentlich nicht, dass er uns schlägt. Aber den zu bouncen ist erstmal jetzt gut, oder? Ja, wenn es dann funktioniert. Ja, sollte besser. Wir hatten keine Counterspells gesehen, ne? Nee. Und er liegt jetzt noch doppelblau. Er weiß ja, dass der Harbinger da ist. Das heißt, ich vermute mal, das klappt nicht allzu häufig. Ja, vielleicht hat der aber auch nichts zu tun und spielt ihn einfach nochmal aus. Oh, okay. Dann müssen wir ihn aber exilen, ne? Weil wir können es nicht leisten, Karten abzuwerfen. Naja, das stimmt. Aus Cartoon Magic. Ja, müssen wir leider machen. Schon, ne? Ja, Noble Wing ist ja auch manchmal okay. Ja, wir können auch nächste Runde nur besiegen, wenn wir einen Mana ziehen, einen Frost Titan legen und der Resolved. Klingt jetzt auch ein bisschen. Na, jetzt finde ich die Position gar nicht mehr so schlecht. Nö. Also, schlecht ist es. Excludes that plus damage, Frost Titan. Wenn er jetzt nicht die Möglichkeit nutzt, irgendwas total Gutes zu machen, na, das. Qualifiziert sich als okay. Wenn wir jetzt ein Land ziehen, werden wir wahrscheinlich auch Frost Titan nehmen. Und das da tappen. Mhm. Und Jace angreifen, ne? Mhm. Ja. Damit Jace auf 4 geht, weil selbst wenn er jetzt Frost Titan tötet und minus 2 Jace macht, können wir ihn damit umhauen. Und Frost Titan sollte nicht so einfach zu besiegen sein. Ich vermute, es gibt Damnation. Ja. So, oder was? Mhm. Ja. Wo wir eigentlich wollen, dass er Massacre Wurm hat. Weil den wollen wir exkluden. Vielleicht wäre das einfach besser. Das stimmt, ja. Schon, ne? Mhm. Und wir wollen wahrscheinlich nicht das Land zu dem Discard-Outlet geben, was er ja wahrscheinlich eh haben möchte.
So, jetzt müssen wir irgendwie erfahren, was er genommen hat. Puts Card on Bottom. Also hat er den Prowler genommen, ne? Mhm. Was denn die, wenn er eine Card? Doch, ja. Und Prowler war? Hat er doch die beiden? Nee, er hat beide Bottom. Achso, beide. So, das heißt, er hat einen Prowler genommen. Cool, dann war der Paar auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Oh, er sagt Go. Das sind wir hier greedy und greifen mit Harbinger Jace an? Na, jetzt schon, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es einfach nur der Effekt, den er hat. Attack. Das ist schon okay, ne? Ja. Wahrscheinlich. Wartet er halt irgendwie auf den Fanslab oder so? Oh, er hat es verkackt und nicht mitbekommen. Vielleicht hat er einfach Flat nichts? Flat nichts? Oh, da musst du 3. Das ist okay, ne? Mhm. Können wir ja nichts machen, oder? Naja, wir können Wensern. Achso, ja. Wir können auch unser Quarantine Field Wensern. Nächste Runde können wir in der Kampfphase eine Faust spielen. Ja. Unwahrscheinlich. Ah ja, sagst du nicht. Vielleicht spielt er irgendeine Flash-Kreatur. Die Fury oder so. Achso, den Moment, die kann man. Ah ja, doch, kann man Fury. So. Jetzt kommt Discard plus Nightmare. Ich würde den countern. Also Hard Exclude? Da er noch keinen. Er hat noch keinen Fenster im Friedhof, ne? Ja, aber. Deswegen würde ich ihn jetzt auch countern. Also wenn wir Venser und Snapcaster machen, haben wir 12 Schaden. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt was exiliert. Was reanimiert. Aber er hat ja nichts zum Reanimieren. Also ich. Aber wir können ja immer noch, dass die Sache. Da bouncen. Kann man ja das, was er zum Reanimieren benutzt, bouncen. Ah, okay, den Spell, ja. Also ich denke, Prowler ist okay. Ich denke auch. Und wenn er jetzt irgendwas für 3 spielt. Ja, schon mal, natürlich. Und wie kriegt er den wieder mit Nightmare, oder was? Da können wir sogar im Respawn den Prowler einfach bouncen. Ja, ne? Und dann liegt der Nightmare im Spiel sogar. Hm. Ja. Dann können wir ja für 12 angreifen. Okay. Da liegt der Dwight Armor. Alright. Ja. Eigentlich ganz fair so, ne? Mhm. Wir haben ja keine Counter gesehen. Ja. Ja, ist mit der Hand ja dann doch irgendwie noch ganz gut gelaufen. Johnny sagt. Und warte, wir dürfen nicht vergessen, die erste Hand im ersten Spiel war ja Misclick. Hätten wir bestimmt auch easy gewonnen. Hm. Na, dafür, also die eine Insel, na gut, wir hätten natürlich 2 Inseln gebraucht. Also das Negate verleitet sich ja natürlich zum Keep. Das ist ein guter Keep. Nein. Vielleicht der Beste. Dieses Land. Wow. Sometime? Na klar. Jupp. Na, wir könnten auch wieder unser Counter-Spiel backup. In dem Cube ist wieder kein Shadow geil, ne? Nee. Kann man die Karte bis zum Ende des Zuges spielen oder nur in der Phase? Bis zum Ende des Zuges. Schön. Spielen wir jetzt Flicker Wisp? Nee. Was ist das? Alchemie? In der Abgie? Stark. Oder klicke die 2 schwarze Kosten. Was würdest du jetzt gerade? Flicker? Nee, warum denn? Wollen wir nicht machen, ne? Nee. Wenn er jetzt Alchemie spielt. Wir wissen ja, dass er Jace spielt. Doch gar nichts. Wollen wir nie Geld haben? 4 Mana, Bird Alive. Nee. Da bin ich dagegen, ne? Ja. Buried alive? Ihr seid schwach. So, dann nehmen wir Opposition. Ja, das sieht sehr, sehr köstlich aus, was sich da vorbereitet. Höre ich da, dass das das Beste ist, was jemals irgendjemand gemacht hat? Nein, das wäre eine Übertreibung. Das ist wie bei McDonald's, so die großen, also den Großteil der Sachen willst du gar nicht, aber ab und zu. Passiert das? So stelle ich mir das vor. So stellst du dir das vor, ja? Ich war ja seit 5 Monaten nicht mehr. Echt?
Also das ist so ein Kindergeburtstag, glaube ich. Oder so. Der war vor 500 Jahren? Ja, ungefähr. Exciting Story. Johnny ist in Wirklichkeit ein Vampir. Ja. Oh, wie sweet. Oh. Ja, das ist Magic. Ja, aber er macht ihn jetzt einfach kaputt. Dann passiert nichts. Oh, stimmt. Oh. Spielverderber. Aber Elspeth könnt ihr ja auch nochmal. Hm. Oh, wie Frosthalten gleich zwei Permanents haben können. Hm. Ja, aber wenn wir ja, was haben... Elspeth macht sechs, ja. Come on! Resolve! Nein! Confluence? Wie lucky er ist. Das ist alles traurig. So ein Sweat. Ah, die Opposition liegt schon da. Die ist sehr gut zusammen mit Face Fetters. Aber das ist okay, oder? Was? Ja, Control Magic. Na, wenn wir Frost-Titan haben. Das dürfte okay sein. Ja, wir müssen jetzt Threat Links. Ja. Das ist nicht Howling Miner, die zieht auch, wenn sie getappt ist. Nee, sie muss ja, aber. Das wäre eine witzige Clause. Achso, okay. Ja. Sehe ich ein. Ah, das sehe ich. Ach, wir interessieren uns doch nicht für die vier Schaden. Owners Prowler Nightmare? Ja, passiert halt, aber der Gegner will sowieso nichts machen. Da hat er recht. Ja, aber wir nehmen Schaden. Der Schaden wird beim Owners Prowler Nightmare nicht das Problem sein. Okay. Ja, ich denke auch. Wir können ja noch ein bisschen Leben abgeben. Wow. Okay. Da ist so gut der Magic Spiel. Vielleicht der Beste. Na dann können wir angreifen. Ja. Tappen wieder eine Insel, ne? Mhm. Legen wir hier das Flickerwisp einfach um. Klar, ja, ja, wir blinken den. Oh, ja, stimmt. Die. Ja, die Insel, das hat sie ja. Wir blinken die eine Karte. die was macht. Wie lernt man noch so viel? Aber achso, wir spielen Quantum Field trotzdem, ne? Genau. Ja, nö, lass. Wir decken ihn jetzt. Wir spielen es trotzdem. Ah, Dieb. X ist currently 1. Steht da Opponent Controls, oder? Ich glaube, ja. Mhm. Und diese Restriktionen, ey. Oh, jetzt haben wir hier schon einen richtigen Lock. Vor allem, der kommt nochmal ungetappt wieder, das heißt, man kann nochmal zwei Länder. Ja, ja. Was ist die? Ungeblinkt. Ja, das ist ein Magic Keyword. Nie gehört? Und er ist ja dann auch schon tot, wenn wir mit dem Frosthalten angreifen. Aha. Also relativ. Wir haben auch noch Face Feathers. Potenzial auf mehr. Das kann da schon schief gehen. Das Schwarze für die Lingering's Holds. Dann ist der doch safe. Ja, also mit beiden an oder bleibt der Flickerbiss? Nee, der Flickerbiss tappt auf jeden Fall nochmal das Blaue. Mhm. So, wenn er sich jetzt. Achso. Er hat keine Lust, sich einen Blaus zu ziehen. Na gut. Ja, macht doch keinen Sinn. So, jetzt kann er natürlich irgendwas machen mit seinen 6 Mana. Wasserkavum. Aber. Würde reichen. Ja, hilft ihm ja auch nicht weiter, er tappt mir einfach weg. Ja, ja klar, es bringt ihn erstmal nicht. Ja, ja. Er muss ja eigentlich die Kreatur vom Boot. Irgendwie. Das ist ein Duress? Kein Duress? Ja, je mehr Mana er hat, desto einfacher ist auf Frost-Titan zu enden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petition mit Kicker. Okay. Das heißt, er könnte sich sein Go-Forth. Ah, nee, das hat er in diesem Spiel gespielt. Ja, okay. In der Runde. Er könnte Ultimate Price haben. Hm.
Da müssten wir uns wieder was einfallen lassen. Hat sich eine Insel gesucht. Okay. Hm. Was kann er mit einer Insel machen? Living Death. Wäre ich einverstanden. Würde ich hier und jetzt akzeptieren. Was macht man mit der Insel? Bounce? Seid ihr gekriegt oder was? Ja, aber er ist ja tot. Passen mit den drei Mana, die er nicht mehr haben will? Nö. Die hasst er. Was kommt denn jetzt? Niemand weiß es. Eine Ebene. Spaß in Flickeres. Ja, aber man muss ja irgendwas töten können, ne? Ja, also klar, wir greifen mit beiden an und gucken, was er für Secret Place hat. Und vielleicht hat er auch einfach gar keine Option gehabt. Na? Ja, okay, er behält das Bounce. Ja, verstehe. Aber dann hätte er doch lieber den Frost Titan bounce müssen. Kann er ja nicht. Na doch, so, mit dem. Ja, mit den drei Mannern. Ja. Wäre besser gewesen. Ah, ne? Vielleicht hat er gedacht, wir sind gierig und machen dies. Also gehen nicht vor Lethal, sondern greifen irgendwie nur mit Frost Titan an, so wie letzte Runde. Send you a message. Ups. Ja, ups. So, den haben wir wieder. Der tappt eine Insel. Upkeep. Tappen wir die Insel. Er zieht kein blaues. Dann können wir auch uns rum. Ach, Frostheiten. Ja, also noch nie enttäuscht. Vier Mana. Mitchell. Sieben Mana. Aufgeben kostet sieben Mana. Wow.